Ich liebe die Früchte im Herbst, ganz besonders die Äpfel. Die duften und die schmecken so herrlich lecker. Im Herbst gibt es noch allerhand zu ernten im Garten, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Vögel. Beeren, Beeren, Beeren. Schön, dass du mit dabei bist bei Gabis Garten. Es gibt so viele wunderbare, beerentragende Sträucher und Bäume für die Vögel. Also nicht nur, aber eben auch für die Vögel. Und jetzt im Herbst genießen sie die reifen Früchte, so wie ich den Apfel genieße. Und da gibt es zum Beispiel den Holunder, der ist schon früh im Herbst, Ende Sommer reif, der ist schon abgefuttert, da sind die Beeren schon gegessen. Und dann mag ich gerne die Vogelbeere, dieses leuchtende Orange und auch so ein wertvolles Gehölz für Vögel. Und ich liebe den Feuerdorn. Der Feuerdorn, der, finde ich, seinem Namen alle Ehre macht, mit diesen feurig leuchtenden Beeren und mit den Dornen, die wirklich richtig, richtig spitz sind. Also wenn man da was schneidet, da muss man aufpassen. Die sind so pieksig, da kann man sehen, wow. Aber dadurch sind sie einfach ein super wertvolles Gehölz, nicht nur was die Beeren angeht und die Nahrung. Übrigens auch die Blüten im Frühjahr sind sehr beliebt bei Käfern, bei Schwebfliegen, bei Fliegen und die Beeren eben jetzt vor allem bei den Vögeln, allen voran den Amseln. Aber durch diese Dornen ist dieser Busch auch sehr wertvoll als Gehölz, in dem Amseln zum Beispiel brüten. Und in diesem Busch hat vergangenen Sommer eine Amsel ein Nest gebaut. Man kann es hier, wenn man weiß, wo es ist, so ein bisschen durch erkennen. Aber von oben ist es einfach nicht zu sehen. Und das ist ja auch der Plan, möglichst vor Fressfeinden geschützt zu sein und ganz verborgen in aller Ruhe da drin zu brüten. Und ich finde es einfach schön, dass dieser Busch ja so vielfältig auch Unterschlupf und Nahrung bietet. Hier wächst noch so ein wertvolles Gehölz, der Weißdorn. Der hat auch wunderbare Blüten, die schön sind, hübsch sind und die wertvoll für Insekten sind. Und jetzt im Herbst diese leuchtend roten Beeren für die Vögel. Es ist einfach total schön, ich finde, wie sie anzusehen sind, von drinnen auch gerade an solchen bisschen grauen Tagen. Und natürlich sehr wertvoll für die Vögel zum Fressen. Und der Weißdorn, wie der Name schon sagt, hat auch diese kleinen, spitzen Dornen, die ihn auch zu einem wertvollen Nistgehölz machen. Wiederum für die Vögel, die frei brüten, also nicht irgendwo in einer Höhle, sondern einfach irgendwo im Gebüsch ganz verborgen. Und hier sind noch mehr leuchtende Beeren, die auch ganz beliebt sind zu futtern bei den Vögeln und anderen Tieren, nämlich hier die Hagebutten. Da kann man auch mal eine selber naschen von bestimmten Wildrosensorten, Vitamin C. Und das ist einfach total schön. Und hier daneben ist ein Zierapfel. Der Zierapfel, der hat jetzt kleine, winzig niedliche Äpfelchen, die werden auch angepickt von den Vögeln, noch ein bisschen später dann, wenn sie etwas weicher geworden sind. Und übrigens ist der Zierapfel ein ganz toller Pollenspender, wenn man auch Kulturäpfel im Garten hat. Da braucht es ja immer den Pollen von einem anderen Apfelbaum und gibt es bestimmte Kombinationen, die sich gegenseitig quasi dann brauchen. Und der Zierapfel gehört als ganz wertvoller Pollenspender mit dazu. Die ersten Beeren sind übrigens die ersten Äpfelchen, die ersten Früchte sind schon runtergefallen. Guck mal, wie niedlich, da haben die Vögel schon dran rumgepickt.
Und wenn es dann unten liegt, dann fressen auch andere Tiere weiter. Ganz eigentlich kann man die auch als Mensch essen. Ich glaube, ich muss mir mal einen einstecken und mal kosten. Der ist schon doll angepickt. Da suche ich mir einen anderen Reifen raus. Und was ich total niedlich finde, ist ja das Pfaffenhütchen. Das ist ein Strauch, mal ohne Dornen. Aber guck mal diese niedlichen Blüten an. Da innen drin ist es so orange. Ist wie so ein oranges, wie so eine Beere da drin sieht es aus. Und das ist auch ein beliebter Strauch, soll vor allem bei den Rotkehlchen ganz beliebt sein. Hier steht noch die Schlehe in meiner Vogelhecke. Die Schlehe hat leider diesen Herbst keine Beeren. Sonst hat die schon ganz toll Beeren getragen, aber als sie geblüht hat im Frühjahr, war es gerade total verregnet und da sind kaum Insekten unterwegs gewesen. Und die Folge ist dann eben leider, dass ich auch keine Beeren habe, beziehungsweise die Vögel keine Beeren haben zum Futtern. Die Kornellkirsche ist auch noch ein ganz wertvolles Gehölz. Das habe ich hier noch an einer anderen Stelle stehen, mit leckeren Beeren, die man übrigens auch als Mensch essen kann. Aber das haben schon die Vögel geerntet. Ich hoffe, es hat ihnen geschmeckt. Und eine meiner Lieblingspflanzen, Baum oder Strauch, je nachdem, wie man ihn wachsen lässt, ist der Faulbaum. Der Faulbaum ist jetzt auch schon abgeerntet, was die Beeren angeht. Aber der Faulbaum begeistert mich einfach, weil er schon früh anfängt, auch mit den Blüten. Und die sind so beliebt bei allen möglichen Insekten, Wespen und Bienen. Und dann relativ schnell auch Beeren ausbildet und dann weiter Blüten kommen und weiter Beeren. Das heißt, es ist über einen relativ langen Zeitraum gibt es Blüten und Beeren. Die Beeren sind übrigens für uns Menschen giftig, also auf gar keinen Fall essen. Aber es hat super lecker geschmeckt den Vögeln. Und ich habe gelesen, dass 36 Vogelarten sich von diesen Beeren des Faulbaums ernähren. Und an die 30 Raupen ernähren sich von den Blättern. Also ein rundum wertvolles Gehölz. Und man kann es auch, wenn man nicht sehr viel Platz im Garten hat, mehr so wie so ein Strauch wachsen lassen. Oder eben, ich habe es als Baum hier und schätze es wirklich sehr. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um mit der zusätzlichen Vogelfütterung wieder zu beginnen, wenn man nicht sowieso schon den ganzen Sommer das ganze Jahr gefüttert hat. Ich habe mich für die Fütterung für das ganze Jahr entschieden, weil es gibt einfach Zeiten, zum Beispiel mit viel Regen, da sind wenig Insekten unterwegs. Oder aus anderen Gründen finden die Vögel oft nicht mehr so viel zu fressen. Und deshalb biete ich das ganze Jahr über Futter an. Und wenn sie viel finden im Garten und in der Natur, dann wird wenig an meinen Futterstellen gefressen. Und wenn sie nicht so viel finden, dann wissen sie, wo es was gibt. Aber falls du das nicht machst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit die Vögel einfach, wenn es gar nichts mehr gibt, wenn alle Beeren gefressen sind und auch Obst, sie picken ja auch gerne mal an Äpfeln, die runtergefallen sind, damit sie einfach wissen, wo sie was finden, wenn es draußen gar nichts mehr gibt in der Natur. Und da biete ich einfach verschiedenes Vogelfutter an für die verschiedenen Bedürfnisse der Vögel. Da sind Sonnenblumenkerne dabei und kleine Sämereien wie Hirse zum Beispiel. Und ich mache auch mein Vogelmüsli selber einfach mit Haferflocken, die ich in Sonnenblumenöl einfach mit Fett anreichere für die Vögel, die eher so einen weichen Schnabel haben. Und dann ist ja wichtig die Hygiene am Futterhaus. Und da mag ich deshalb gerne diese Futtersilos, wo die Vögel einfach von der Seite dran sitzen können und nur durch diese kleine Öffnung dann ihre Körnchen rausholen und gar nicht irgendwie durchs Futter spazieren. Und am Futterhaus, weil nicht alle Arten an diesem Silo gut fressen können, im Futterhaus, da muss man eben öfter mal sauber machen. Das ist aber auch kein Problem. Und Wasser natürlich immer, das ganze Jahr bleibt ein wichtiges Thema, frisches Wasser anbieten.
Und ich freue mich jetzt auch über die Herbsternte, über den Apfel und genieße ihn jetzt. Mmh. So lecker. An so einem kühlen und feuchten Herbsttag ist es auch schön, drinnen kreativ zu werden. Und mir macht es Freude, Dinge zu erstellen, die nachhaltig sind und die ja auch ein Stück Müll vermeiden. Das gehört für mich genauso dazu, wie den Garten naturnah zu pflegen. Und da habe ich entdeckt, die Möglichkeit, Säckchen zu nähen. Und ich habe jetzt schon begonnen, Säckchen zu nähen für Geschenke. Für Geschenke, da könnte genauso gut Vogelfutter an andere Gartenfreunde drin sein, wie kleine Geburtstags- oder auch Weihnachtsfreuden. Und es ist so einfach und vermeidet einfach so viel Müll, gerade zu Weihnachten, wenn viele Geschenke da sind. Wenn man einen Wollstoff hat oder einen Jersey-Stoff, der an den Kanten nicht ausfranst, dann braucht man einfach nur eine Lage Stoff zusammenfalten, rechts und links eine Naht machen. Je nachdem, wie der Stoffrest ist, gibt es einen größeren oder einen kleineren Sack und dann eine schöne Kordel drumherum oder auch noch ein Stück Stoff. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Was ich besonders schön finde, sind so Wechselbeutel, also mit zwei verschiedenen Stoffen. Ein Stoff innen, ein Stoff außen und je nach der Gelegenheit, was es für ein Geschenk gibt, ob Weihnachten oder zum Geburtstag, krempel ich es einfach so rum oder so rum. Und dann mit verschiedenen Bändeln, die kann man entweder selber nähen oder ich sammle alle möglichen Bändel, die irgendwo dran sind, die zu so einer Sache passen. Und dann findet auch jeder Bändel seine Verwendung. Oder einfach ein kleines Säckchen, wenn man was Kleines nur verschenken möchte, da reicht schon eine Klammer zum Verschließen. Auch da ist der Kreativität, sind keine Grenzen gesetzt. Und das macht mich einfach, das begeistert mich. Das Schöne ist, dass ich auch die Säckchen so nähen kann in der Größe, wie ich sie einfach brauche. Die können ganz individuell zugeschnitten sein, angepasst an das, an die Größe des Geschenks oder auch an das, was drin ist. Es gibt ja auch Motivstoffe, wenn ich also keine Reste habe, sondern einen Stoff kaufe, der dann zu dem Inhalt passt, dann ist es noch individueller. Ich kann dir nur empfehlen, probier es mal aus, wenn du Lust dazu hast, was zu nähen. Und jetzt ist auch noch eine gute Zeit, um Sträucher zu pflanzen, die dann Beeren tragen. Vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber dann ein paar Jahre später. Das ist ja eher so eine längerfristige Sache für die Vögel, die Beerensträucher anzupflanzen. Und auch Vogelfutter, jetzt in den Herbst und in den Winter auf alle Fälle. Aber überleg doch mal, ob du vielleicht auch eine Futterstelle das ganze Jahr anbieten magst. Die Vögel haben es oft schwer, Futter zu finden. Und da hilft ein naturnah gestalteter Garten und ein bisschen Zufüttern einfach noch dabei. Ich wünsche dir viel Freude dabei.